mein Gegner, doch stattdessen bekomm ich den Offbeat-König. Der seine Fresse versteckt, nur weil er fürs Licht anmachen wohl doch zu blöd ist. Du holst deine Ex hinterher, ich hab es ganz klar in deine Tracks gesehen. Und du meinst, sie kommt dann zurück, wenn du mit deiner Knarre dann so vor der Cam rumstehst. Und in dem einen Track sagst du, du bist schlimmer als Hitler, was geht bei dir? Jetzt sieht die ganze Welt, du bist ein Rassist, Mann. Ich kann es nicht verstehen. Hast du von Mama keine Liebe gekriegt oder hat dich dein Vater misshandelt? Du Fänger, komm, sag's mir und wir gehen zum Bullen und bringen dein Daddy gleich mal in der Kit an. Du Ficker, auf YouTube gibt's so einen hinteren Clip, wo ich die Pisser zerfick. Yeah, du meinst, du machst das Battle los? Sicherlich nicht. Du bringst ein Tape aus und verlost noch irgendeine Scheiße. Und willst du echt noch Geld dafür? Digga, lass es rum, sie schenkt dir mein Kleingeld. Jede Runde das Gleiche, alle wollen mich mit 80 forten. Doch das lässt mich cut, wenn ich an deiner Tür mit der Basie klopfe. Du Mainstream-Fotze, mach mal das Licht an bei den Clips. Denn es ist wie bei den Frauen, ich will wissen, was ich fick. Seit 2010 machst du auf Eminem und Trapstar. Du arbeitsloser Penner, dir fehlt aber das gewisse Etwas. Du wirst es nie verstehen, vielleicht wenn du dich mal vor den Spiegel stellst. Deine Ex hat dich wohl verlassen aufgrund des spastischen Gesichtsproblems. Du scheinst voll spastisch, doch der Nacht mal so ein paar Kreuzer. Und dann find ich dich, ich frag nach dem größten Spasti hier in Deutschland. Du bist so ein Toy und fühlst es dich, weil du den Tag triffst. Und allein später rappst du auf wie du scheiß Spasti. Penner, sagst du deinem Gegner, er würde wie Hank schreiben, echt scheiße. Wenn du auch Rank vom Inhalt her in deinem Track beitest. Ja, in der VR2, du weißt genau, was ich mein. Alter, und deine Nase, fuck, ist sie krumm, die ist ja glatt ausstellungsreif. Du wärst schon lang weg, hätte dein Gegner noch Bock gehabt. Doch ich hatte auch fast keinen Bock mehr, als ich dich elende Fotze sah. Du bist so hässlich und dünn, wenn nur einmal ein richtiger Wind geht, kannst du Tschüss sagen. Und der Wind dreht ihn übers Meer, so Richtung Chile. Drum ist mein Beefsteak und nicht so süßes Zeug. So und seid doch mal ehrlich, sogar deine Mom legt dich noch übers Kreuz. Wenn sie deine Rap-Takes sieht mit einer Knarre, dann ist sowieso vorbei. Dann schickt sie dich gleich ins Heim, weil im Ernst, du zahlst da wirklich einen großen Preis. Dein Gesicht war bestimmt voll Comedy, like als du die Paarungen sahst. Dein Daddy nebendran und es sagt es nur, ich bin am Arsch, mein Papa. Das mit den Zahlen, das war ja gut gedacht. Aber wenn 8 dein Hurensohn ist, dann bist du die 8. Seit 2010 machst du auf Eminem und Trapstar. Du arbeitsloser Penner, dir fehlt aber das gewisse Etwas. Du wirst es nie verstehen, vielleicht wenn du dich mal vor den Spiegel stellst. Deine Ex hat dich wohl verlassen aufgrund des spastischen Gesichtsproblems. Du scheinst voll spastisch, doch dein Nachbar so ein paar Kreuzer. Und dann find ich dich, ich frag nach dem größten Spasti hier in Deutschland. Du bist so ein Toy und fühlst es dich, weil du den Tag triffst. Ohne Leid, später rappst du auf wie du scheiß Spasti. Spasti. Fick deine Mutter, komm du mit dem Kaffee oder mit dem Tee. Das gibt's nicht. Ich. Wo? Hier. Hierher. Heide. Ah.